Seit Stunden streifen sie durch die Südkarpaten. Die beiden Ranger Daniel Hodoseo und Matej Mikulescu. Bei Schnee und strengem Frost halten sie Ausschau nach dem mächtigsten Landtier Europas. Dem Wiesent. Auf einer Hochweide finden sie diese Herde. Die meisten Tiere haben sie erst vor kurzem ausgesetzt. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir diese Wisente wieder in der Wildnis sehen können. Die Tiere sind in Gefangenschaft aufgewachsen und wir haben sie jetzt in diesen Wäldern freigelassen, an dem Ort, wo diese Gattung vor so vielen Jahren verschwunden ist. Vor rund 200 Jahren wurde hier das letzte Tier erlegt. Seitdem galt der Wisent als ausgestorben. Die Wiederansiedlung erweist sich jedoch als schwierig. Die größte Bedrohung ist vom Menschen selbst gemacht. Immer mehr Dörfer breiten sich aus im Lebensraum der Tiere. Bilder aus den Beobachtungskameras der Umweltschützer. Hunde aus den benachbarten Orten gehen rudelweise auf die Jagd. Von ihren Besitzern bekommen sie oft kein Futter. Für die oft ausgehungerten Tiere sind die halbzahmen Wisente geradezu ein gefundenes Fressen. Dennoch, Projektleiter Adrian Hagatis bleibt optimistisch. Er hofft, dass schon bald wieder große Herden durch die Karpaten streifen. Aber er ist darauf angewiesen, dass die Dorfbewohner ihn unterstützen. Als wir mit der Auswilderung angefangen haben, haben wir uns schon sehr darum bemüht, die Menschen hier einzubinden, damit sie das Projekt tolerieren. Allmählich haben wir den Eindruck, dass sich die umliegenden Gemeinden an die neuen Bewohner gewöhnen. Wir begleiten die Ranger in eines der Nachbardörfer. Hirsche, Wildschweine und manchmal sogar Bären gehören zum Alltag der hier lebenden Menschen. Die bis zu einer Tonne schweren Wisente sind jedoch etwas Neues. Dieser Wisent hat es sich im Hof eines Bauern gemütlich gemacht. Das Heu bietet ihm sowohl Nahrung als auch einen warmen Schlafplatz. Er wurde von seiner Herde verstoßen, als diese gerade in der Nähe des Dorfes war. Danach ist er dann direkt hierher marschiert. Jetzt hat er erstmal einen Unterschlupf gefunden, bis auf Weiteres. Die Ranger besuchen die betroffenen Bauern, versuchen sie zu beruhigen. Ich war ganz nah an dem Wisent dran und wollte ihm etwas Brot geben. Doch dann kam er direkt mit seinen Hörnern auf mich zu. Das hat mich richtig erschreckt und ich bin gestürzt. Die Viecher hier haben alles weggefressen. Auch diesmal müssen die Tierschützer wieder viel Arbeit leisten, um die Bauern von ihren neuen Nachbarn zu überzeugen. Dabei leben hier gerade mal ein paar Dutzend Tiere. Es wird wohl noch lange dauern, bis der Wisent hier wieder heimisch ist. In den tiefen Wäldern der Südkarpaten.